Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Im Rahmen meiner letzten beiden Videos zur Rapture Kickstarter Kampagne ist mir mal wieder aufgefallen, dass viele von euch wenig bis gar keine Erfahrung mit Kickstarter haben. Daher gibt es hier und jetzt ein kurzes Tutorial zu den wichtigsten Fragen. Die erste Frage ist natürlich, was ist eigentlich Kickstarter? Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Auf ihr stellen Designer ihre Ideen vor und sammeln Geld, damit sie diese Ideen umsetzen können. Je nach Unterstützungsbeitrag, zu Englisch Pledge, bekommen die Unterstützer, zu Englisch Backer, Belohnungen. Meistens ist das fertige Produkt in unterschiedlich umfangreichen Ausführungen. Dafür muss allerdings das von den Designern angesetzte Finanzierungsziel erreicht werden. Sollte das bis zum Ablauf der Kampagnenzeit nicht geschehen, dann bekommen die Backer ihr Geld zurück, beziehungsweise es wird gar nicht erst abgebucht. Okay, also wie kann ich jetzt an einer Kickstarter-Kampagne teilnehmen? Auf der rechten Seite der Kampagnenseite findet ihr eine Liste mit den verfügbaren Pledges. Diese beinhalten auch immer eine Auflistung der Belohnungen, die man für diesen Unterstützungsbeitrag bekommt. Die einfachste Methode, an einer Kampagne teilzunehmen, ist den Pledge auszuwählen, der die Belohnung enthält, die ihr gerne haben möchtet, und auf Weiter zu klicken. Ihr benötigt einen Kickstarter-Account, um backen zu können. Solltet ihr noch keinen haben, könnt ihr ihn an dieser Stelle erstellen. Ansonsten loggt ihr euch einfach ein. Auf der nächsten Seite könnt ihr eine Zahlungsmethode auswählen oder eine neue anlegen. Für gewöhnlich unterstützt Kickstarter nur Zahlung mit Kreditkarte. Viele deutsche Kampagnen, sowie auch Rapture, bieten für Backer aus Deutschland allerdings auch die Zahlung per Lastschriftverfahren an. Bestätigt euren Beitrag und ihr seid fertig. Was sind Stretch Goals? Stretch Goals sind besondere Meilensteine in der Finanzierung einer Kampagne, zu denen diese um weitere Elemente erweitert wird. Das können weitere kostenlose Belohnungen, Materialaufwertungen des Produkts, aber auch Add-ons sein. Grundsätzlich gilt, je höher die Kampagne über dem Finanzierungsziel finanziert wird, desto mehr kann angeboten werden. Wie funktionieren Add-ons? Add-ons sind für gewöhnlich optionale Ergänzungen, die in den Standard-Pledges nicht enthalten sind. Um ein oder mehrere Add-ons zu eurem Pledge hinzuzufügen, müsst ihr euren Unterstützungsbeitrag entsprechend anpassen. Schaut dafür zuerst nach, wie viel die Add-ons zusammen kosten, die ihr gerne hättet. Solltet ihr noch kein Backer sein, dann könnt ihr den zusätzlichen Betrag einfach bei der Auswahl eures Pledges aufaddieren. Solltet ihr bereits Backer sein, dann klickt einfach auf euer Pledge-Level und passt die Beitragshöhe auf der folgenden Seite an. Solltet ihr euren Beitrag zurückziehen wollen, dann klickt ganz oben auf der Kampagnenseite auf Meinen Beitrag verwalten. Hier scrollt ihr nach unten und klickt dann hier auf Beitrag zurückziehen. Das könnt ihr so lange machen, bis die Kampagne abgelaufen ist. Kann ich auch nur Add-ons ohne den Rest auswählen? Ja, das geht in der Regel. Die meisten Kickstarter-Kampagnen bieten dafür den 1-Euro-Pledge an. Diesen Betrag könnt ihr dann auf die benötigte Summe für die Add-ons erhöhen. Das Geld habt ihr dann wie bei einem normalen Pledge nach der Kampagne im Pledge Manager zur Verfügung, um die gewünschten Add-ons zu bestellen. Was ist der Pledge Manager? Als Pledge Manager werden Kickstarter externe Dienstleister bezeichnet, die die Abwicklung der Kampagnenbelohnungen nach deren Ablauf verwalten. Gravity Bay verwendet für den Kickstarter GameFound als Pledge Manager. Es gibt aber auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel BackerKit, die alle sehr ähnlich funktionieren. Einige Zeit nach dem erfolgreichen Ende der Kampagne bekommt ihr eine E-Mail mit der Bitte, euren Beitrag im Pledge Manager zu bestätigen. Dort findet ihr dann euren Finanzierungsbeitrag als Budget vor und könnt damit nochmal auswählen, welchen Pledge und welche Add-ons ihr gerne haben wollt. An dieser Stelle ist es auch möglich, den Finanzierungsbeitrag nochmal zu erhöhen, um weitere Add-ons oder ähnliches zu bestellen. Im Pledge Manager müsst ihr außerdem eure Lieferadresse eingeben und Versandkosten zahlen. Die hier gemachten Angaben und Finanzierungsbeiträge könnt ihr auch nachträglich nochmal ändern, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Pledge Manager geschlossen ist. Darüber werdet ihr dann aber auch nochmal gesondert benachrichtigt. Falls ihr übrigens aus irgendeinem Grund nicht direkt während der Kickstarter-Kampagne backen wollt, sondern lieber erst den Pledge Manager, zum Beispiel weil ihr euer Hobbybudget im Monat der Kampagne schon aufgebraucht habt, dann könnt ihr einfach den 1-Euro-Pledge wählen. Dieser gewährt euch nämlich auf jeden Fall Zugang zum Pledge Manager und ihr könnt euren Beitrag dann dort noch erhöhen.
Bedenkt dabei aber, dass zusätzliche Beiträge über den Pledge Manager nicht zur Erreichung des Finanzierungsziels oder von Stretch Goals der Kampagne beitragen. Wollt ihr die Designer also bei der Verwirklichung ihres Ziels unterstützen, dann ist es besser, direkt über die Kampagne zu backen. Das war's erstmal mit meiner kurzen Einführung in Kickstarter. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal einen Link zur Rapture Kickstarter Kampagne, wo ihr das Gelernte direkt ausprobieren könnt. Und ihr findet dort auch meine Videos zu Rapture. Vielen Dank fürs Reinschalten, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir hören uns beim nächsten Mal.